Willkommen, Freunde. Alle zukünftigen Eltern träumen davon, dass ihr Kind gesund und glücklich zur Welt kommt. Aber manchmal bereitet uns das Leben unangenehme Überraschungen. So wurde bei dem neugeborenen Noah Wall bereits im Mutterleib ein furchtbarer angeborener Defekt festgestellt, der zum Tode hätte führen können. Aber das, was die Ärzte nach den Untersuchungen feststellten, als der Kleine 3 Jahre alt war, erstaunte und schockierte sie zugleich. Diese Geschichte geschah in einer gewöhnlichen Familie, die im Norden Großbritanniens wohnte. Eines Tages erfuhr ein Ehepaar die freudige Nachricht, dass es erneut Elternfreuden entgegensieht. Die Frau mit dem Namen Shelley war schwanger. Zunächst verlief alles gut, aber im 3. Schwangerschaftsmonat stellten die Ärzte eine schreckliche Diagnose. Bei dem Kind entwickelte sich bereits eine lebensgefährliche Krankheit. Das Kind hatte fast keine Überlebenschancen. Bei dem Embryo wurde ein offener Rücken festgestellt, ein unvollständiger Verschluss des Neuralrohrs in einem nicht vollständig ausgebildeten Rückenmark. Das bedeutete, dass der Junge wahrscheinlich nie sehen, hören und gehen kann. Als die Ärzte den Zustand des Kindes erkannten, haben sie Shelley gleich einen Schwangerschaftsabbruch angeboten. Dem Paar wurde 5-mal vorgeschlagen, die Schwangerschaft abzubrechen. Aber das Paar lehnte kategorisch ab. Rob und Shelley Wall, die schon 2 Kinder hatten, bestanden auf der Geburt. Ich denke, junge Paare, denen eine solche Variante vorgeschlagen wird, geben den Ärzten nach, meinte die Frau. Wir sind nicht mehr so jung und wir bemühten uns, positiv zu denken. Deshalb gaben wir Noah die Chance, zur Welt zu kommen. 2012 wurde Noah, der die Fachärzte nicht wenig erschreckte und erstaunte, geboren. Der Junge hatte ein deformiertes Rückgrat. Außerdem wurde Noah mit einem Gehirn geboren, das nur 2% der üblichen Masse hatte. Der ursprüngliche Grund für den Defekt bei Noah waren die Folgen eines Wasserkopfes. Deshalb hatten die Wissenschaftler bei dem Jungen keine Hoffnung. Es gab noch nie Fälle einer Besserung bei einer derart umfangreichen Schädigung des Gehirns. Zunächst trafen ihre Prognosen zu. Der neugeborene Junge war nicht aufnahme- und handlungsfähig. Nach der Geburt des Kindes konstatierte der Arzt, dass es nicht sehen, hören, sprechen und essen können wird. Aber die Familie verzweifelte nicht und begann einen endlosen Kampf um Noahs Gesundheit. Die Familie fuhr nach Australien, wo Noah eine Behandlung bekam, die eine Psychotherapie und kognitive Übungen umfasste. Dann geschah ein kleines Wunder. Noahs Gehirn begann mit einfachen Worten nachzuwachsen. Mit der Zeit lernte Noah, ohne fremde Hilfe zu sitzen und versuchte sogar zu surfen. Dank der Arbeit von Spezialisten und vielstündigen Übungen vergrößerte sich Noahs Gehirn bis zum Alter von 3 Jahren auf 80%. Vor kurzem feierte Noah seinen 8. Geburtstag. Er spielt Bowling und sieht wie ein glückliches Kind aus. Der Junge möchte richtig laufen lernen, weiter surfen und eines Tages Skilaufen. Der Fall von Noah ist ohne Übertreibung einzigartig in der Geschichte der Medizin. Der Junge wird wahrscheinlich nie vollständig geheilt. Aber jetzt hat sich seine Genesung in ein erstaunliches Experiment verwandelt, das sich die Natur selbst stellt. Den Medizinern bleibt nur zu beobachten und zu lernen. Einige Mediziner nehmen an, dass Noahs Gehirn stark komprimiert war, aber nach und nach seinen Raum einnahm. Wir können nur den Mut und die Selbstlosigkeit von Noahs Eltern bewundern und hoffen, dass der Junge schließlich laufen kann und sich alle seine Träume erfüllen werden. Das war's für heute. Gebt dem Video ein Like und bis zum nächsten Mal.